Mit einer Übung am Leopoldskroner Weiher probte am Dienstag die Berufsfeuerwehr Salzburg den Ernstfall. Wenn ich einmal eingebrochen bin, ist es zum einen einmal relativ schwer, weil ich mich also warm halten muss. Das heißt, also man wird relativ rasch auskühlen. Wenn ich ausgekühlt bin, ist die Gesundheit ziemlich schlecht beisammen und man wird mich schwer retten. Ich muss auf mich aufmerksam machen, sodass mich irgendwer sieht und dann versuchen, möglichst einige Bewegungen zu machen, sodass der Körper nicht ganz auskühlt. Wenn die Hilfe kommt, auch wieder Ruhe bewahren. Meine Leute können es. Für die Salzburgerinnen und Salzburger ist das Betreten der Eisfläche derzeit verboten. Die Eisdecke ist viel zu dünn, wie eine Messung des Gartenamtes beweist. Wir haben jetzt circa zwischen 3 und 6 cm Kerneis, also das ist tragfähige Eis, brauchen würden wir 10 cm, dass wir es gewährleisten können, dass das Eis ertragt. Zwischen diesem Kerneis und dem Matsch- und Schneeeis haben wir jetzt auf dem Eis eine Wasserschicht, die sich eben nicht richtig verbindet, weil man eben die Minusgrade, man braucht mindestens minus 5 bis minus 7 Grad, dass sich das dann nach ein paar Tagen verbindet. Durchschnittlich 5-mal pro Winter muss die Berufsfeuerwehr ausrücken, um ins Eis eingebrochene Menschen, aber auch Tiere zu retten. Hunde, die auf das Eis laufen und dann einbrechen, sind also die häufigere Variante. Oft passiert es dann, dass dann das Frauerl oder Herrerl noch nachläuft und dann müssen wir das auch noch retten. Ansonsten ist es Gott sei Dank so, dass in den meisten Fällen die Leute bei uns sehr vernünftig sind. Letztlich hat jeder die Verantwortung bei sich selber. Es ist ein Natureis, ausgeschlossen ist, ein Natureis ist nie 100% sicher. Schwachstellen sind immer Uferbereiche, Quelleneinflüsse, dort wo das Wasser eingebracht wird in Plusgrad, dort sind Schwachstellen. Es ist einfach Leichtsinn, wenn man trotzdem drauf geht. Ja.